Damen und Herren, wir haben Ihnen in den letzten Wochen öfter einen jungen Mann gezeigt, der uns zu Beifallsstürmen hingerissen hat. Und deswegen wollten wir ihn auch heute mal nominieren für den Rat der Woche. Aber schauen Sie erstmal, um wen es sich handelt. Noch was, ich stehe nicht auf normalen Weiber, die so Untergrund sind. Hey Mann, gehst du die erstmal einladen und das? Auf so einer Weiber stehe ich nicht, echt jetzt. Die Weiber würde ich lieber wegschmeißen. Ich stehe lieber richtig auf geile Schlappen, ist so. Und du hast auch Erfolg bei den Frauen, ne? Ich habe keine Probleme damit, ich habe noch nie Probleme gehabt. Ich heiße nicht umsonst Playboy, ich bin Playboy 51 aus Reinickendorf. Das ist mein Name, Alter. Ja, meine Damen und Herren, und deswegen nominiert für den Rat der Woche ist 51 aus Reinickendorf heute bei uns zu Gast bei TVTotal. Hier ist 51 aus Reinickendorf. 51. Ich hab dir was mitgebracht. Was ist das denn? Von DJ Tomic. Fuck DJ Tomic. Nee, ist das der richtige DJ Tomic? Das ist der richtige. Der hat Songs geklaut von DJ Desu. Und, von DJ Desu. Ist ein ganz bekannter Mann. Ist ein ganz berühmter Mann, ist das? In Berlin. Ist in Berlin, ja, bei uns. Und aber ist nicht der DJ Tomic? Das ist der DJ Tomic. Das ist der DJ. Und dafür wollte ich dich fragen, ob du das gerne so nett wärst, das anziehen könntest. Na, jetzt, was heißt denn da? Was steht denn da drauf? Was da drauf? Fuck DJ Tomic. Fuck DJ Tomic? Ja. Und noch was? Und noch was? Moment, Moment, aber lass uns doch erstmal zeigen, wie das da drauf steht, meine Damen und Herren. Hier, fuck DJ Tomic. Gucken wir mal hier. Fuck DJ Tomic. Yeah! Und was hat das zu sagen? Aber das ist doch nicht, ist damit der DJ Tomic gemeint? Das ist der DJ Tomic gemeint, genau. Der hat von DJ Desu, der hat die Songs geklaut und deswegen ist das ein richtiges Arschloch. Aber nee! Doch, das ist ein richtiges Arschloch. Moment, Moment, da muss man vorsichtig sein hier. Nee, nee, nee. Doch! Ja, okay, sag ich mal so, aber ich bin für Fiona Playboy Reinickendorfer, yeah! You fuck all your shit! Take it on! Genau, was? DJ Tomic? DJ Tomic ist aber ganz netter. Ich sag mal so, ich habe jetzt einen Song gemacht mit DJ Desu, der hat für mich aufgelegt. Ach, du hast einen Song gemacht? Ich habe einen Song rausgebracht. Wie heißt der? 51er Playboys Reinickendorfer. Und es kommt nächste Woche ein Videoclip von Playboy 51. Holt euch die CD. Ey, die ist scharf, Alter. Das ist der Brenner. Spaß. Yeah. Ja. Du bist, wie alt bist du? Ich bin 24. Du bist 24. 24 Jahre. Erklär mal, wie kommt 51 zustande? 51 war mal früher ein Bezirk. Bezirksnummer, eine Zahl war das. Und jetzt seit Ost-Berlin irgendwie zusammengekommen ist Ost- und West-Berlin zusammen. Da heißt also, Berlin ist groß, weißt du, und jetzt die meisten Wörter, sagt man so. Ja, ja, ja. 13409 Berlin und was weiß ich. Also hast du gesagt, du hast 51 einfach? Ich bin, ist ein Ghetto-Name, 51 aus Reinickendorf. Also, okay. Ich bin der Playboy, ich spiele mit Frauen, ich liebe Frauen. Ich will jetzt nicht irgendwie Frauen. Weißt du, was lustig ist? Was denn? Du hast ja 51 nach der Postleitzahl des Bezirkes benannt. Ist, ja, genau. Ja, ja, pass auf. Und weißt du, was 51 früher auch war? Was denn, das war der Paragraph für Unzurechnungsfähigkeit. Das stimmt aber. Muss mal gucken, das stimmt. Glaub ich dir. Das ist mittlerweile nicht mehr so. Yeah. Ja. Hört mal zu jetzt. Guck mal jetzt. Ganz kurz. Okay. Nein, ich wollte gerade was rauslassen. Das war wirklich Zufall wahrscheinlich, oder? Naja, mir ist egal. Ich denke so von mir über. Ich sag mal so, ich bin Playboy 51 aus Reinickendorf. Das wird auch so bleiben. Und wenn mein Song draußen ist, dann knallt es. Ja. Du rappst dann da? Ja, natürlich. Wir hatten ja mal einen schönen Vergleich hier gemacht, weil dein Kopftuch, hast du gesehen vielleicht bei uns? Naja, ich sag mal so, das passt mir einfach. Das ist einfach mein Outfit. Ja, hast du mal gesehen? Hip-Hop-Style, ne? Wir haben mal einen Vergleich gemacht, das ist uns irgendwie kaum mit uns Bolte, bekannt. Ne? Ja, mit Bolte, ne? Aber wisst ihr? Mit dem Bolte. Aber wir sind ähnlich, oder? Ich sag mal so, du bist der Elton, ah, Elton. Ja. Du bist der Elton, den hab ich vorhin so... Habe ich dir so die Schruppe gezogen, so, der sah auch so aus. Aber der sieht richtig original so aus wie er. Aber ich bin 51er Playboy aus Reinickendorf. Okay. Wieso hast du eine Frisur verbürstet? Ich habe eine Frisur darunter, ja. Aber ich sage mal so, wenn ich mir das abnehme, dann will ich auf jeden Fall meine halbe Million haben, weil das ist mir wertvoll.
Verstehst du? Weil das bleibt auch so. Ach so, eine halbe Million? Eine halbe Million will ich dafür haben, dann will ich das absetzen. Weil das ist, ich bin selber für mich, ich bin sehr wertvoll. Ja, natürlich. Ich bin sehr wertvoll. Normal. Du hast ja, nein. Danke, danke. Du hast ja, woher nimmst du dieses ganze Selbstbewusstsein? Ich sag mal so, ich bin aufgewachsen in der Ghetto, haben alle gelernt, hin und her. Ich habe verrückte Leute in der Gegend, schlaue Leute. Ich sag so, ich bin in so einem Idiotenkreis. Aber du bist dabei ja trotzdem noch liebenswürdig, oder? Ich hab auch. Machst mal einen dicken Spruch, aber bist du eigentlich. Ich hab auch irgendwie so gute Seiten von mir. Gute Seiten hast du? Ich hab auch sehr gute Seiten. Welche? Naja, wenn du raufdrückst. Was machst du im Moment? Du bist Fulltime-Playboy oder was? Ich bin jetzt zur Zeit solo. Ja. Und ich sag mal so, ich werde jetzt mein Leben richtig leben. Ja. Und ich werde richtig ausrasten und die ganzen Mädels, ob das Berlin ist, Deutschland, überall, weltweit, ich schwöre, ich werde nur geküsst von denen. Ja. Von allen. Das dauert nicht mehr lange. Die sollen mich alle küssen. Aber weißt du wo? Hier. Hast du denn so eine Zahl, wo du sagst, mit so vielen Frauen möchte ich mal. Bei meinem Song habe ich reingeschrieben, 50.000 Frauen werden es. Ich schwöre, dass es klappt. Du willst mit 50.000 Frauen? Frauen, jetzt, wenn ich jetzt den Videoclip rausgedreht habe, ich schwöre, dass es klappt, dass ich 50.000 Frauen durchspülkern werde. Das schwöre. Ja, aber pass auf, lass uns das mal ausrechnen. Ja? Du bist jetzt 24, ne? Ich bin 24. Ja, sagen wir mal, wenn es gut läuft für dich gesundheitlich, dann kannst du noch ungefähr 50 Jahre lang Sex machen. Ne? Also 50 Jahre. 50? Ja. Ja? Und das heißt, das sind mal 365 Tage. Ja? 50 mal 365 sind? Keine Ahnung, musst du berechnen. 18.250. Ja. So, dann müsste man jetzt im Prinzip 50.000 Frauen, geteilt durch 18.250, dann kommt raus Dreisatz. Ja, dann kommt also raus gleich 2,74 Frauen pro Tag müsstest du dann machen. Da ist schon, jetzt. Aber weißt du was? Das heißt also, wenn erst der Videoclip rauskommt, der kommt ja raus, dann werde ich das schaffen. Und das schwöre ich dir. Aber da ist jetzt kein Frei dabei. Da ist Weihnachten, Ostern mit in der Rechnung. Ich werde das schaffen. Ich weiß es. Aber nur vor. Damit noch nie Probleme. Ja. Ich werde noch nie Probleme kriegen. Ich weiß nicht, ob sonst mit Playboy. Ja, aber da beneidet dich unsere ganze Redaktion drum. Dass du einfach, wir haben da gesessen und der Typ, der hat noch nie Probleme gehabt. Knaller, ich bin einfach Knaller. Ich werde richtig der Überknaller werden. Dauert nicht mehr lange. Ich wünsche dir alles Gute. Wenn das klappt, kommst du wieder. Ja. Ja, dann freue ich mich, dass du gekommen bist. Alles klar. Ja, dann mach es gut und vielleicht sehen wir uns ja wieder. Und viel Erfolg mit 51. Mit meinem Videoclip. Und das ist richtig fett klappt. Ja, alles klar. 51 aus Rheinland-Dorf, meine Damen und Herren. 51! Verrückt, wie ein Mensch so von Selbstzweifeln zerfressen sein kann. In der Supershow mit dem Zonk, Jörg Drägers Show Geh aufs Ganze, hat sich Jörg Dräger geoutet. Schauen Sie sich das bitte an. An dieser Stelle glaubt natürlich jetzt jeder, ich würde einer Dame die Rose überreichen. Aber in der ersten Reihe sitzt ein Herr, der muss die Rose bekommen. Ja, jetzt bitte. Ja, ich oute mich.